Jo, Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und heute werden wir ein neues Pokémon-Quiz machen und zwar kein richtiges Pokémon-Quiz, aber wir werden heute Pokémon-Rufe erkennen, ja? Das Ganze hat der gute Seine TV auch schon gemacht, ja, ich glaube, er hat es von der ersten bis zur sechsten Generation schon gemacht. Deswegen unbedingt abchecken, Freunde, schaut mal bei ihm vorbei, wie er so abgeschnitten hat. Und heute werden wir es versuchen, Freunde, mal gucken, ob wir alles schaffen, denn heute werden wir die erste Generation machen und wenn euch das wirklich gefällt, werden wir nächste Woche wieder die zweite, dritte, vierte und so weiter Generation machen, Freunde, ja. Und wenn ich jetzt hier auf den Ball klicke, also hier auf den Pokéball, der sich dann so öffnet, kommen wir direkt hier zu dieser Seite, wo wir halt die Generation auswählen können. Und ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Generation an. Aber Freunde, wahrscheinlich werdet ihr jetzt keine Ingame-Musik hören, beziehungsweise Musik im Hintergrund hören. Oder einfach nur ganz leise, weil einfach wir uns auf die Rufe konzentrieren müssen. Ja, wir müssen einfach gucken, sonst kommen wir halt durcheinander. Wenn wir halt die Musik hören, plus noch die Rufe, wird das wahrscheinlich für mich und auch für euch etwas komisch. Denn ihr könnt gerne mitraten, Freunde. Ihr könnt gerne mitraten. 10 Rufe werden wir hören. Mal gucken, ob wir alles richtig haben. Und dann könnt ihr auch gerne mir in die Kommentare schreiben, wie viel ihr von den 10 richtig hattet. So, ich würde sagen, let's go. Und wie ihr sehen könnt, wir haben 4 Auswahlmöglichkeiten. Und wenn ich hier jetzt drauf drücke, kommt der Ruf. Also ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten. Ich glaube, das ist Quapuzzi. Könnte Nidoran sein, aber ich gehe hier mit Quapuzzi, Leute. Ich gehe mit Quapuzzi. So, der zweite Ruf. Also wie gesagt, es wird ein schnelles Video sein für zwischendurch, Leute. Gehen die kurzen Videos hoffentlich klar. Und wenn ihr sowas öfters sehen wollt, Daumen nach oben, Kommentar schreiben. Und dann werde ich für euch in den nächsten Tagen die zweite, dritte und so weiter Generation auch bringen. So. Ah, das ist böse. Ich würde auf Bisaknosp tippen, Freunde. Ich glaube, das ist... Oder Rattika. Rattika oder Bisa. Ich gehe mit Bisaknosp. Ich weiß es nicht. Und das Gute daran ist, Freunde, immer wenn man dieses Quiz neu startet, kommen immer neue Antwortmöglichkeiten. Also es ist nicht jedes Mal bei der dritten Question Anton, Slymog, Tauboss und Abra, sondern es ist immer random, wenn man das Spiel neu beginnt. Das ist auch das Gute daran. Das heißt, ihr könnt es selber machen, der Link dazu ist in der Videobeschreibung und wir würden jetzt sagen, ich würde sagen, wir machen weiter. Das sollte Abra sein, oder? Hört sich Slymox so an? Ich glaube, das sollte Abra, aber es hört sich irgendwie zu strange an. Ich glaube, das Abra könnte aber auch Slymox sein. So, weiter geht's. Aerodactyl, Slymox nochmal, Carpador und hier Ponita ist Entwicklung. Shit, Galoppa. Ja, Leute, ich glaube, das ist einfacher. Das sollte Carpador sein. So, weiter geht's. So ähnlich hat sich doch vorhin dieser Knosp angehört, oder? Dann sollte das eigentlich... Das ist hundertprozentig Bisa-Flo. Hundertprozentig. So, sechste Frage, Leute. Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich tippe mal auf Slime, aber das Ding ist, also wenn wir jetzt die zweite Generation, dritte Generation, es wird immer und immer schwieriger, Leute, weil ich mich eigentlich immer am besten mit der ersten Generation auskenne, dann kommt die zweite, dritte, vierte und so weiter. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist Slimer. Ich glaube es. So, weiter geht's. Hier haben wir Sichlor, Kabuto, Knuddeluff und Smetbo. Ja, Leute, das ist, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Das wird Smetbo sein. Oh, Tauros, seines Lieblings-Pokémon. Schau mal, ob es denn vorkommt. Ja, die beiden kann ich ausschließen, ne, Jugong. Und es ist entweder Snobilicat oder Pinsir. Pinsir hat so einen ähnlichen fucking Ruf, Leute. Ich sag's euch. Und ich glaube, das ist sogar Pinsir. Ich glaube, deren Ruf ist sehr, sehr identisch. Aber ich glaube... Ich glaube, ich gehe mit Pinsir. Ja. So, 9. von 10. 9. Frage, so. Ja. Entweder Ultegaria oder Seemon. Ich gehe hier, glaube ich, mit Ultrigaria, so. Und die letzte Frage, und ich bin gespannt, ob wir wirklich alle von 10, 10 von 10 richtig haben. Ich denke mal eher, dass wir so 8 von 10 richtig haben. Ah, Leute, das ist gar nicht so einfach, das Quiz. So. Das wird Schlurp sein, oder?
Oder ist das Hypno? Oder ist das Hypno? Aber ich glaube, das ist Schlurp. Come on. Und wie viel haben wir richtig? 9 von 10. Nein, wir haben einen falsch. Was haben wir falsch? Das letzte. 100. Nein. Es war Golem. Leute, die... Warte, hier. Hier seht ihr das? Hier, den grünen Rand hat mir alles... Es war Golem und nicht Slime. Sag mal. Leute, wer das wusste, bitte mal in die Kommentare. Ich glaube, das war die schwerste. So, wir hören uns nochmal... Wir können hier nochmal die Rufe sogar anhören. Wir hatten diesen Ruf. Wer rechnet damit mit Geowatz? Wir hören uns mal Slimer an. Hört ihr? Das ist so identisch. Das ist ultra schwer. Leute, also gut, 9 von 10 bin ich eigentlich mit zufrieden. In den nächsten Tagen, wie gesagt, gibt es das die zweite Generation dann. Und wenn euch es gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, netten Kommentar schreiben, Leute. Macht ihr das auch? Wie viel habt ihr richtig geraten? Damit bin ich raus. Ich hoffe, euch gefallen die kurzen Videos. Haut da rein, bis dann und ciao.